Ja, das ist super freakiges Angeln. Ich bin jetzt hier nur mit zwei Posen unterwegs und teste hier mit der schlafenden Pose ganz langsam treibend über den Untergrund auf Langnasensaugdöbel. Und da treiben sie die beiden schlafenden Posen in der Nacht und ziehen Stück für Stück die Köder über den Untergrund. Und in der Hoffnung, dass da der nächste Langnasensaugdöbel reingeht, ja, schmeißen wir die Ruten immer wieder aus und testen und testen und testen. Und ich ziehe jetzt mal wieder rein, denn so ganz weit weg will ich sie gar nicht treiben lassen. Ich lasse sie hier vorne einfach mal immer wieder durchziehen. Der Rasile hatte es gestern noch im Livestream gesagt. Alden, der war auch in den Rekorde drin, gucken wir gleich mal rein. Gute Ergebnisse hier an der Stelle hier an der Yama mit dem Langnasensaugdöbel. Und ich teste gerade erstmal ein bisschen verschiedene Köder, die immer mal wieder ganz gut auch funktionieren. Bevor es dann da möglicherweise gleich auch nochmal in die etwas teureren Köder reingeht. Bachflohkrebs und Co. ist ja ein bisschen seltener, aber grundsätzlich geht es hier jetzt gerade erstmal um die Art und Weise, wie. Man kann natürlich hier ganz normal eine, ich sag mal, ungefähr 2 Meter Tiefe einstellen und die Posen hier durchjagen lassen. In ziemlich starker Geschwindigkeit, heftige Geschwindigkeit, weil eben die Strömung hier einfach auch so heftig ist. Aber mit der Methode sind wir deutlich länger am gleichen Spot und haben einfach ein bisschen länger vielleicht die Chance, dass da noch was reingeht. Die ersten Langnasensaugdöbel sind drin. Vorhin war noch so ein bisschen Regenwetter. Er sagte auch ja, im Idealfall bei Regenwetter. Und ja, also gucke ich schön auf die Map. Guck mir das an, wann ist Regenwetter? Heute ist Regenwetter. Ja, das Ganze lief keine 5 Minuten mit diesem Schauer. Und dann war es das auch schon wieder. Danach war wieder Sonnenschein. Also so ganz informativ ist dann diese Aussage halt auf diesem Wetterbericht halt auch nicht. Entweder war da schon Regen oder es kommt noch Regen oder der Regen ist halt nur ein paar Minuten lang. Also so richtig informativ, wie gesagt, ist das nicht. Man weiß bloß, irgendwann wird es regnen. Ob das den ganzen Tag übergeht oder nicht, steht ja nicht dran. Aber der Regen war da, immerhin. So, jetzt schmeißen wir direkt wieder raus. Ich werfe mal jetzt ein bisschen weiter raus. Alle beide. So, den auch nochmal ein bisschen weiter. So, absinken lassen. Jetzt sieht man am Anfang noch, dass die Posen eigentlich... So, jetzt kommen die schon direkt in eine Bremse sozusagen. Also die werden sofort ausgebremst. Und sobald die schneller werden, dann ist ein Fisch dran. Also in dem Fall jetzt hier, sobald die schneller werden. Manchmal an... Ich wollte es gerade sagen, an manchen Situationen steigt auch die Pose nach oben. Das heißt, die geht halt so ein bisschen rauf. Zack, was haben wir jetzt hier? Langnasen. Saugdöbel, fast 1 Kilo. Schickes Ding. 900 noch was Gramm. Freakig. Freakig, viel zu selten beangelt. Viel zu selten der Fisch, aber halt immer wieder auch nice. Jetzt hier gerade mit der Kombination Steinfliege und Tauwurm. Und ich glaube, ich baue das hier auch gerade nochmal eben um. Ja, Steinfliege, Tauwurm baue ich nochmal eben um. Tauwurm. Ich bin sogar auf einem 4er-Haken hochgegangen. Der Rasile war unterwegs hier mit 8er-Haken und 6er-Haken. Und wir gucken gerade nochmal eben rein hier in die wöchentlichen Rekorde beim Langnasensaugdöbel. Da ist er. 1600 Gramm. Das ist doch schon richtig nice hier mit Steinfliege. Und Bachflohkrebs, das ist natürlich auch mal gar nicht so billig, aber die werden eben auch normal auf Tauwurm gefangen oder solchen Sachen. Von daher haben die wohl ein recht breites Spektrum an Ködern, die die mögen. Tauwurm halt immer wieder dabei. Das heißt, wenn ihr hier nur einen Köder zur Verfügung habt, einen Tauwurm würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Na, ist auf A2 was, die treibt so schnell. Ne. Aber
Ja, oder halt einfach mal, ne, diese teuren, diese Bachflohkrebse sind halt selten, aber zum Testen, warum nicht? Kann ich vielleicht gleich auch nochmal reinschmeißen. In Kombination vielleicht dann einmal mit Tauwurm oder in Kombination mit der Steinfliege. Bachfloh und Steinfliege. Aber es ist freakig. Es ist absolut freakiges Angeln. Es ist natürlich wieder kein Angeln, um hier fett Silber zu machen. Gucken wir vielleicht später nochmal rein, was ich so bringe an Silber. Aber letzten Endes geht es hier einfach darum, einen seltenen oder schwierig zu fangenden Fisch abzuhaken. Das wäre halt richtig nice, wenn man diesen Fisch irgendwann mal kriegt als Trophy, rein zufällig irgendwann reingeballert. Das wäre der Oberhammer. Ich stand auch schon mal eine Zeit lang hier mit Einserhaken. Da sind die auch reingegangen. Also so grundsätzlich finde ich es auch gerade ein bisschen schwierig, den einzuschätzen. Ich gucke gerade noch mal eben rein hier von den Gewichten. Was hatte ich bisher am größten? Da ist er 1,3 Kilo bisher mein größter auf Tauwurm und Steinfliegenlarve. Na guck, also auch da der Köder. Ganz nice hier so mit dem Pünktchen und alles. Ganz freakiger Fisch. Sehr, sehr, sehr nice. Also das Dingen in nochmal in richtig groß wäre schon wirklich der Oberhammer. Aber die Frage ist, wie am besten? Ich werfe jetzt nochmal ein bisschen weiter raus, damit wir hier vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Tiefe oder Entfernung einfach nochmal ab. So, machen wir mal so bis halb ungefähr. Nochmal kurz zu, wieder auf. Und genauso auch die andere. Zack, weiter raus. Man sieht es jetzt da hinten. Erstmal treibt das Ganze. Also 4 Meter Tiefe habe ich jetzt eingestellt. 4 Meter den Köder eingestellt. Das heißt, wir werfen jetzt raus. Landen. Zack, da hinten. Nochmal straff machen. Jetzt zieht sich die Schnur erstmal runter auf 4 Meter. Das ist jetzt erstmal lockeres Treiben. Und so, zack, jetzt sind die 4 Meter leer gezogen sozusagen. Bis dahin hakt es. Und dann treibt es ab da eben langsam über den Grund. Und genau das will ich eigentlich erreichen. Dieses langsame über den Grund schleppen. Können wir eben gucken. Wir haben sogar noch immer dieses Treibangeln hier stehen. Das heißt, hier läuft trotz allem eben noch Treibangeln, aber eben nicht so schnell, wie es hier normal sein würde, wenn man eben die Posen hier... Na, ist da was dran? Es ist halt schwer zu erkennen, ne? Es ist wirklich schwer zu erkennen. Na, man muss halt wirklich genau darauf achten, ist es der Untergrund, der da jetzt so ein bisschen Bewegung macht, oder ist es tatsächlich ein Fisch, der reinbeißt? Gerade beim kleinen Silberlachs, der reingegangen ist, da hat man es natürlich auch schneller gesehen. Also der hebt den Köder an. Dadurch fehlt dieser Widerstand, der jetzt die Pose ausbremst. Und die Pose schießt natürlich direkt los. Also die schwimmt einfach schneller weiter. In normaler Strömungsgeschwindigkeit. Und ja, ich glaube, das war es dann auch schon wieder. Direkt wieder auswerfen. Es kann auch gut sein, dass die vielleicht deutlich besser in den Morgenstunden wieder reingehen. Das heißt, dass wir jetzt hier in der Nacht gar nicht so richtig viel Action haben. Aber das gilt es dann natürlich auch wieder rauszufinden. Langnasensaugdöbel. Freakig. Absolut freakig, dieser Fisch. Aber irgendwann müssen auch solche Fische mal beangelt werden. Guck mal da. Ne, das war noch zu früh. Das war, glaube ich, noch die Strömung. Das sah so leicht schräg aus. Sofort reingehen, wenn sowas ist. Also nochmal wieder raus. Zack. Und erstmal wieder ein bisschen reinziehen. Vielleicht könnte man den sogar auf Grund beangeln. Aber bisher gibt es, glaube ich, nicht so wirklich viele Infos dazu. Aber wenn ich hier schon mal stehe, schmeißen wir doch einfach nochmal eine Route hier auf Grund raus. Gleiche Stelle. PVA kommt weg. Muschel wäre vielleicht auch was. Weißt du was? Ich mache hier mal Muschel rein. Sechserhaken, Muschel. Gib ihm. Blei ändern wir auf ein steinfarbenes Blei. Und dann raus damit. Wie weit kommen wir raus? Ja, so knappe 15, 18 Meter. Bremse nicht ganz so hoch. Und dann gucken wir mal, was da reingeht auf die Muschel. Vielleicht geht da ja der Saugdöbel. Das wäre ja der Oberhammer. Und jetzt weiter schön die beiden treibenden Posen beachten und gucken. Es ist schwierig. Guck mal, jetzt geht die eine geht ein bisschen schneller. Aber
Das kann auch einfach am Untergrund liegen. Ganz, ganz, ganz schwieriges Angeln. Ganz, ganz wild. Einfach, wie gesagt, auf solche Fische. Schwer einfach rauszukriegen, ne? Schwer rauszukriegen, ob das the way to go ist. Vielleicht ist es auch einfach anders deutlich leichter, den zu fangen. Aber die Frage ist einfach immer, wie? Was wäre ein noch besserer Weg, diesen Fisch zu fangen? So, jetzt gerade nochmal gucken. Ich gehe jetzt hier nochmal auf den Bachflohkrebs mit Tauwurm in Kombination. Auch nochmal schön raus damit. Zack, treiben lassen. Ich bin hier übrigens an diesem 2-Meter-Loch hier unten. Hier in der Area hat er gesagt, soll ganz gut funktionieren. Also testen wir. War da was dran? Nee. Nee, hat einfach noch so ein bisschen gezubbelt. Das sah gerade ein bisschen weird aus. Also direkt nochmal das Ganze. Raus damit und treiben lassen. Das hat auch schon mal hier oben ganz gut funktioniert, eine Zeit lang. Also hier an diesen Kanten, ne? Direkt gar nicht so weit rauswerfen, sondern hier an dieser Kante entlang treiben lassen. Hat auch immer mal wieder funktioniert. Also ich habe schon ein paar Mal den, da hinten, ein paar Mal den Fisch gesucht und jetzt, es ist was dran und gehakt. Das ist das. Wenn der Kopf so ein bisschen hoch geht von der Pose, dann ist da was und zieht da was dran. Langnasen-Saugdöbel. Einfach freakig, dieser Fisch. Komplett. So, jetzt hier nochmal eine andere Änderung. Steinfliege mit Bachflohkrebs und das andere ist Tauwurm und Bachflohkrebs. Und auch hier wieder, zack, Bügel zu, Bügel auf, ein bisschen treiben lassen. Schön im Blick behalten das Ganze. Jetzt ist das Ding erstmal richtig schön auf dem Grund. Jetzt schleift es locker runter. Ja, die Eins hier, die gelbe, die kann ich gleich nochmal vielleicht ein bisschen weiter auswerfen. Ich glaube, da hinten die Entfernung hier von der roten, das ist, glaube ich, besser. Dass man da deutlich mehr an dieser 2-Meter-Kante hier entlang zieht. Ich glaube, das funktioniert so ganz gut. Die holen wir direkt mal wieder rein, werfen ein bisschen weiter aus. Aber es ist schon nice, ey. Einfach nice, so einen Fisch zu suchen, rauszukriegen, wie und wo. Ne. Ne. Ja, das passiert halt ständig, ne? Einfach diese Fehleinschätzung der Reaktion der Pose. Also wenn man sieht, okay, die Pose bewegt sich irgendwie komisch. War das jetzt ein Fisch, der da dran ist? War das einfach Gewässeruntergrund, irgendwie ein Stein, der das Ganze irgendwie zum Haken bringt? So, jetzt sind beide wieder richtig ausgerichtet. Und jetzt heißt es wieder gucken. Oh, die hintere zieht schon mal jetzt direkt wieder ein bisschen schneller ab. Ist aber auch ein bisschen weiter draußen. Da ist dann wieder ein bisschen andere Strömung. Bleibt die jetzt richtig stehen? Ist da was dran, die rote? Oder ist es nur Gewässerkante? Untergrundskante? Ich warte noch mal ein bisschen ab. Ich lasse sie noch mal ein bisschen weiter durchziehen. Ganz, ganz wildes Ding. Finde ich aber absolut nice. Also einfach einen Fisch, den man immer mal wieder beangeln kann. Wenn der dann irgendwann mal reingeht, das Teil als Trophy, ich glaube, da kann man auch wirklich richtig froh sein, wenn man den mal irgendwann abgehakt hat, weil einfach die Angelmethode so abgefahren ist, so selten den zu kriegen. Und wie gesagt, auf Grund, ich habe es noch nicht mitgekriegt, ne? Dass der irgendwie großartig auf Grund geht oder auf Spinner oder auf Jig oder vielleicht mit Wecki-Wurm. Mit Wecki-Wurm könnte ich mir auch noch vorstellen. Boah, weißt du was? Ich mache jetzt nochmal einen mit Wecki-Wurm, ey. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Idee. Mit einem schweren... Halt. Ne, mit einem schweren Blei- und Wecki-Wurm über den Untergrund auch einfach vielleicht nur treiben lassen. Ich werfe den nochmal weiter raus. So, Bachflohkrebs und Steinfliege. Den lassen wir jetzt mal eben drin und jetzt werfe ich hier gleich nochmal Wecki-Wurm raus. Wir sind ja gerade eh massiv im Wecki-Wurm-Fieber mit dem Angeln am Archipel, kann man ja bald sagen. Also hier 12 Gramm Blei und jetzt baller ich aber hier diesen schwarzen, dicken, fetten oder hier den.
nehme mal den hier, den Weckiwurm raus. Kommen wir weit genug raus? Ja, könnte. Also schnelles Einkurbeln. Bremse ein bisschen entspannter. Immer in der Nähe von der Posenroute, denn da muss man halt schnell reagieren. Und jetzt ist natürlich die Frage. Ne, ich glaube, das ist einfach die Gewässerkante da vorne. Dass das Ding immer bleibt. Jetzt ist natürlich die Frage, lässt man den Weckiwurm einfach hängen? Ich werfe ein bisschen weiter raus. Lässt man ihn einfach hängen oder agiert man damit auch wieder so ein bisschen, ne? Ich glaube, ja, der bleibt liegen. Also der treibt nicht wirklich. Aber vielleicht, das wäre halt richtig nice. Auf Weckiwurm würde mir auch richtig schmecken, würde richtig Bock machen. Ja, aber dann glaube ich anders werfen. Also dann deutlich weiter raus. Bisschen treiben lassen und vielleicht dann tatsächlich auch einen auf diesen hier. Tempo 1 und locker durchleiern. Gucken wir mal. Ah, mega nice. Suchen und probieren auf Fische, die halt nicht so populär sind. Und vielleicht doch irgendwann reinballern. Da. Jetzt aber. Komm. Und doch nicht. Wieder Fail. Alter. Geht die Ruten, die Posenspitze doch nach oben und es hat sich nichts getan. Schade. Ja, jetzt haben wir die Morgenstunden. Ich hoffe, dass jetzt noch mal ein bisschen was geht. Das wäre halt richtig nice. Zack. Einfach so weitermachen. Hier weiter ziehen. Vielleicht noch so ein bisschen Bewegung machen. Und weiter rumzuppeln auf dem Weckiwurm. Alle Möglichkeiten gerade ausnutzen. Tauwurm auf Grund. Weckiwurm hier. Wobei der Haken ist schon groß. Verdorrig. Ich hätte nicht so einen großen Haken nehmen sollen. Ich habe einen 1-0er Haken drauf. Das ist, glaube ich, ein bisschen too much. Habe ich noch das Ganze in etwas kleiner und schwer. 2,1,5 Gramm mit einem 8er, 5 Gramm, 5 Gramm, 5 Gramm, 4er Haken, 2er, nehmen wir hier mal den 4er Haken in 7,5, gleicher Köder, schnell wieder raus, aber ich komme schon nicht so wirklich weit raus, da müsste ich doch mit der Leitrute, Ultraleitrute rein und dann da ein bisschen Bewegung machen. Aber ich glaube, mit einem etwas leichteren, ja, etwas, oh, oh, oh. Jetzt aber, komm. Ah, wieder nicht gehakt. Was zur Hölle ist dieses? Wieder dieses komische Durchdrehen, das diesmal jetzt nur ganz kurz, dieses Durchdrehen der Bremse und dann kein Haken. Jedes Mal, wenn man irgendwie, ach, was heißt jedes Mal, aber häufig in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest beim Matchangeln, immer wieder dieses Bzzz. Und dann passiert einfach nichts. Als ob der Fisch nicht irgendwie hakt, aber die Bremse irgendwie durchdreht und dann ist der Fisch weg und das Ganze flutscht irgendwie aus. Irgendwie ist das doch ein Bug. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ganz, ganz, ganz eigenartiges Verhalten von der Matchroute. Immer mal wieder, vorhin hatte ich es auch schon einmal hier an der gleichen Stelle, deutlich mehr Bzzz. Und dann passiert da nichts. Irgendwo ist doch da der Wurm drin. Nee, okay, Weckirig. Weckirig ist nicht mit dem Setup. So wird das, glaube ich, nichts. Da muss ich dann doch mit dem feinen Setup rein. Aber wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, für diesen seltenen Fisch. Vielleicht sogar an einer Stelle, wo man komplett entweder mit der Strömung oder gegen die Strömung ziehen kann. Einfach nur entlang. Entlang der Strömung. So, gerade nochmal eben gucken. Also, ich glaube, der bisher am besten funktionierende Weg für diesen Fisch ist, ist mit der Pose. Pose, Bollo, Match, whatever, aber Pose, ich würde auch sagen, im Idealfall Doppelköder. Und dann gib ihm und dann gucken, was dann da reinballert. Jetzt machen wir hier nochmal eben statt Steinfliege
den Tauwurm drauf. 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens, vielleicht geht er ja noch ein bisschen was. Nochmal wieder raus damit. Bisschen weiter. So, absinken lassen das Ganze. Hier ziehe ich es auch nochmal eben locker durch. So, die Pose steht. Ich ändere auch hier nochmal schnell auf die zweite Match. Stopp. So haben wir das. Und auch hier, genau. Bachflohkrebs und Tauwurm. Beides immer noch hier auf 4 Meter Tiefe vom Köder. Wir sind 2 Meter tief unterwegs. Das heißt, es sind 2 Meter, die jetzt so hinterher oder auf dem Grund liegen und langsam treiben. Na, da sieht man es zu schlecht. Und jetzt gucken, ob nochmal der Saugdübel reingeht hier. Auf Grund die ganze Zeit gar nichts, ne? Ist auch so ein Ding, ne? Wahrscheinlich fehlt dann da einfach die Action. Der liegt dann da. Na, hinten auf der vorderen. Ja, ich glaube, da ist was dran. Wieder! Alter, ich werde wild bei diesen Dingen. Das ist in letzter Zeit so oft. Es ist so oft. Immer wieder dieses komische Bzzp. Und dann war es das. Und ich vermute, es ist ein Fisch, der nicht richtig hakt. Aber warum er nicht richtig hakt, gerade bei der Match, das war ja sonst nicht so, gerade bei der Matchroute, die halt super easy hakt eigentlich, kommt jetzt diese komische, und dann auch von der Rolle, ne, von der Bremse, dieses Bzzp die ganze Zeit. Wild. So, nochmal wieder ziehen. Perfekt, jetzt sind sie genau in der richtigen, genau die richtige Posi. Jetzt die Morgenstunden. Jetzt kann auch schön einer reinballern noch. Ich nehme auch eine Trophy mit. Würde ich machen. Würde ich machen. Wäre nicht so schlecht. So, gerade nochmal gucken. Alter. Es passiert einfach nicht viel, ne? Es ist echt die ganze Zeit zu gucken, was die Posen machen, wie die reagieren. Da. Jetzt aber. Gar nichts. Fuck. Vielleicht war es auch zu früh. Aber da war jetzt gerade deutliche Bewegung nochmal. Vielleicht werfe ich einfach mal da hinten hin. Vielleicht ist da hier in dem Bereich auch einfach interessanter. Jetzt war ja mehrfach hier in der Area vielleicht sogar schon der Biss. So. Mit dem Teil auch einfach mal näher ran. Oder da ist einfach Ende. Nee, ist es noch nicht. Direkt nochmal hinwerfen. Hatte ich anfangs, wo ich die ersten Mal auf den Fisch war, auch gemacht. Quasi ausgeworfen und also mit einer Rute nur und die ganze Zeit spazieren gegangen mit der Rute. Und in der Area, wo die ersten Bisse waren, da dann natürlich immer wieder davor nochmal hingeworfen und geguckt. So, jetzt zieht es da so langsam lang. Und geguckt, ob dann in der Area vielleicht tatsächlich immer mal wieder einer reingeht. Hat, wie gesagt, hier oben in dem Bereich auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, da gibt es sogar schon ein Video zu. Da müsste es was geben. In der Playlist Yama, sämtliche Spots, sämtliche Videos zur Yama, alles in einer Playlist. Und so weiter und so weiter. So. Ich glaube, ich teste jetzt hier einfach weiter. Gleich geht es nochmal auf Spinning. Ja, schwierig. Ich werde, glaube ich, gleich in der Nacht oder in den Abendstunden nochmal wieder probieren hier auf den Fisch. Aber so ist es gerade echt super tricky. Noch einmal auswerfen und dann gucken, was denn da so geht. Und dann gucke ich tatsächlich auch gleich nochmal eben kurz in den Kescher rein, ob das denn rein kohlemäßig auch so einigermaßen lohnt. Wobei, das ist wie gesagt einfach alleine von der Frequenz her, kann das schon nicht. Da das Ding nicht irgendwie so wertvoll ist wie ein Kutum oder sowas, ist das auch mit 2, 3 Fischen hier leider nicht getan, dass man sich da eine halbe Stunde, allein wenn es die Nacht über gut gehen würde, ne, wäre das ja nicht so schlecht. Gerade an der Yama ist nachts ja gerne mal so ein bisschen Flaute.
Aber das wäre doch eine Möglichkeit. Auch vielleicht an den bekannten Spots immer mal wieder reinwerfen mit so einer Köderkombi. Sechserhaken, Viererhaken. Und dann hoffen, dass das Ding dann irgendwo mal, guck mal da, irgendwo mal reingeht. Ne. Auch wieder kurz geruckelt. Kein Bzip dabei. Aber irgendwie war da wohl was dran. Vielleicht auch einfach zu klein gewesen. So, den holen wir auch wieder zurück. Ja, so und so ähnlich. Ich würde sagen, wir gucken nochmal eben kurz in den Kescher rein, was das Ganze so bringt. Und dann geht's weiter. Es ist 8 Uhr morgens. Zeit für die Lachse. So, da sind wir wieder zurück im Café. Ist er tatsächlich drin? Das ist natürlich nett mit 400 Gramm. Wir gucken aber gerade mal eben rein. Das Ganze bringt, guck mal hier, 8 Silber, ne? Jetzt bringt er im Café irgendwas um die 20, das ist natürlich ganz nett. 10 Silber, 16 Silber. Also ja, sie werden natürlich je größer deutlich teurer. Deutlicher Unterschied. Aber wenn man den mal hier so abschließen will für nebenbei, kann man mal machen. 25 Tacken, naja. Na ja. So, Rest auch verkaufen. 50 Silber in der Nacht gemacht. GG, Alden. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Immer ab 19 Uhr. Petri, bis dahin.